Yo, was geht, meine Freunde? Ja, es ist soweit. Es ist soweit, ihr habt lange drauf gewartet. Ihr habt lange drauf gewartet, ihr habt auf jeden Fall die 10.000 Likes geknackt und hier habt ihr auf jeden Fall euer Fasten Teil 2. Es ist jetzt 0 Uhr 48. Ja, wir dürfen ein paar Stunden essen auf jeden Fall, bis, wie heißt das? Bis Sahur vorbei. Bis Sahur vorbei ist, dürfen wir auf jeden Fall noch essen. Und da hat meine Mama auf jeden Fall auch ein bisschen was gezaubert. So ein bisschen Reis, bisschen Salat, bisschen Reis für Aibo, ein bisschen Hähnchen und so. Hat sie auf jeden Fall fresh geklärt, wenn du das siehst, Mama, Dankeschön. Danke auf jeden Fall. Ja, also heute haben wir uns gedacht, den zweiten Teil machen wir an Kandil. Also Kadir Gece ist heute. Sag mal einmal Herkes und Kandil im Bargol. Herkes und Kandil im Bargol. Heute ist ein sehr wichtiger Tag. Heute sollte man auf jeden Fall fasten. Deswegen dachten wir, heute machen wir das fit. Michi macht diesmal auch mit. Er fängt um 8 Uhr morgens an vor der Arbeit. Und 12.30 Uhr wird er mit uns sein dann ungefähr. Und dann chillen wir den ganzen Tag, ne? Ja, wir sehen uns jetzt später, ne? Guten Appetit. Ciao, yalla. Leute, es ist jetzt 2.20 Uhr. Ich habe gerade noch kurz geduscht. Ich dachte, ich mache mich kurz frisch. Und jetzt habe ich ein bisschen Hunger bekommen. Aber und meine Eltern schlafen schon. Also müssen wir so James Bond-mäßig jetzt auf jeden Fall runterschleichen. So, liebe Leute, es ist jetzt 13 Uhr gleich. Ich habe so verpennt einfach mal. Ich bin so spät eingeschlafen, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Es war so warm die ganze Zeit, es war so warm, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Und wir haben auf jeden Fall einen Gast. Ich glaube, der ist auf jeden Fall richtig tot. Er war arbeiten und fastet mit auf jeden Fall. Hat auch morgens nichts gegessen, nichts getrunken, mittags nichts gegessen und er ist komplett kaputt. Was geht? Was geht? Wir haben uns spontan entschieden, nach Hamburg zu fahren einfach. Ganz spontan, echt. Wir fasten. Ihr wisst nicht, was wir machen sollen den ganzen Tag. Es ist jetzt... Fresh Update 15.53 Uhr. 15.53 Uhr. Wir wissen einfach nicht, was wir machen sollen. Wir machen jetzt einfach eine spontane Fahrt nach Hamburg. Gib ihn einfach. Nur für euch. Eine Fahrt nach Hamburg. Ganz entspannt. Guck mir ein bisschen Hamburg an, vielleicht ein bisschen shoppen oder so. Auf jeden Fall das Wetter genießen da. Nehmen wir uns mal mit und wir filmen ein bisschen die Fahrt jetzt und dann sehen wir uns später in Hamburg. Peace out, ciao. Ja, 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 sie macht alles, was ich will, ja, 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 Baby, lass uns heute chillen, ja, 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 sie macht alles, was ich will, ja, 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 Baby, lass uns heute chillen, sie ist ein Nice Girl, ja, komm, wir essen ein Nice Girl, ja. Wir haben auf jeden Fall echt gerade Magenprobleme. Ich hab echt richtig krass Hunger gerade, ich bin ehrlich. Jetzt echt gerade, jetzt, die Uhrzeit ist echt extrem bei mir immer. Ach, so halb sechs. Halb sechs. Raja müsste gleich Abendbrot essen und ins Bett. Deswegen. Albo, erzähl. Ich hab echt Durst, Digga, ist echt warm. So Leute, jetzt sind wir wirklich in Hamburg angekommen. Ja. Bei Saturn. Endlich, Essens, warte ganz kurz. Mach mal Check. 17.55 Uhr. In Hamburg trifft man ja immer ein paar berühmte Personen. Die erste Person, die wir getroffen haben, ist auf jeden Fall K1. Würde passen zu dir, bin ich ehrlich. Richtig lang. Das ist so ein Beachboy, Digga. Das hab ich für Albo rausgesucht, Digga. K1. So, ich hab mich auch direkt umgezogen. Ja. Albo hat sich auch kurz umgezogen, aber die Sachen hat er gerade nicht gekauft. Hat er geklaut. Okay Leute, 18.30 Uhr, da Fotograf und da ist Brad Pitt. Oh shit. Oh shit. K1, Digga, neues Albumcover sogar, Digga. Guck mal an, einmal. Digga, das sind doch deine Kollegen da hinten, Digga, nicht? Digga, kennst du Kim Sung und Sang Sun? Guck mal, Eiberg Model, er postet schon mal. Wir dachten vorher, dass wir Zeit vertreiben hier, aber jetzt chillen wir auch einfach nur. Die Autofahrt hat auch noch durstiger gemacht. So. Ja, Mann. Ich hab extrem Hunger, Digga. Vor allen Dingen, überall riechst du Essen, ey. Das ist die hier ist hier lang, überall riecht es nach Essen, Mann. Die Leute sagen, dass ich bei Inder vs. Türke immer schummel. Wir sind in Hamburg und das ist der Elbtunnel. Oh. An alle, die meinten, ich werde fallen. Klemmer, Döner bitte mit allem. Die Leute feiern mich und du kommst nicht klar. Meine Jacke und die Schuhe vom türkischen Bazar. Du trinkst Gucci und Prada, original. Ich laber Scheiße und die Scheiße geht viral. Merk dir eins, du bist vielleicht reicher, doch mit Humor, Bruder, hast du es leichter. Du Scheißer, ich komm auf deine Party und du bist gekränkt. Kommt die Good Life Crew, wird deine Party gesprengt. Oh, was war das? Er hat dich auseinandergenommen, Digga. Mich, Digga, das war ein normaler Technik. Was hab ich damit zu tun? Direkt immer sagen gegen mich diese. Freestyle von Radio 361. Okay, ich hab mich lange zurückgehalten, okay? Okay. Okay. Oh, okay. Okay. Ich mag dich, du magst mich. Ich mach mal auf türkischen Video. Merhaba, Nasılsın, ben Hint, ben Raja. Sen anne geliyor Aybek, anne geliyor. So Leute, ich habe Raja heute mal von der ganz anderen Seite kennengelernt. Der Typ ist ganz schön aggressiv, wenn er Hunger hat, Digga. Normal, Digga. Ist echt, was ist los mit echt dir? Ich, Digga. Wenn ich Hunger hab, ne? Voll schlecht drauf, Digga. Ungelogen, wir haben uns, glaube ich, 10-mal verfahren. Digga, stimmt gar nicht. Weil die beiden die ganze Zeit rumnerven und sich streiten, Digga. Ich weiß, warum du nicht fährst? Weil du nicht über den Lenker gucken kannst.
Und wir sind echt alle Game Over. Wir können nicht mehr. Wir sind alle tot. Alle so richtig tot einfach. Wir parken einfach hier vor dem Laden gleich, wo wir essen. Ah, oh, es war wieder so anstrengend diesmal. Es war diesmal echt schwieriger als letztes Mal, bin ich ehrlich, Albo. Ja, wirklich schwieriger. Das Wetter und das Ganze rumgelaufen und rumgefahren. Ja, Mann, wir sehen uns dann drinnen gleich. Also ich nehme das. Was nimmst du? Adana Kebab. Wie heißt das? Adana Kebab. So Leute, 21.54 Uhr. Wir machen eine Minute länger, deswegen dürfen wir uns Punkt 22 essen. Herkesin. Herkesin. Kandili. Kandili. Mubarak. Mubarak. Olsun. Olsun. So Leute, es ist 22 Uhr. Ihr dürft offiziell trinken auf jeden Fall. Probier mal schön auf jeden Fall, Mann. Ah, Digga. Tut gut, ne? Heftig, Mann. Erstmal einfach essen. Aber Adan, was hast du? Skelle. Guten Hunger, Bruder. Guten Hunger, Bruder. Jetzt wird erstmal gegessen. Bis gleich, Leute. So, Leute, wir sind endlich fertig. Wir haben gegessen, war richtig lecker. Wie fandet ihr es? Heftig. Heftig. Östufer auf jeden Fall, Hamburg, Babaladen, wir sind immer am Start auf jeden Fall. Das ist kein Babawagen, das ist schon Babaladen. Babaladen. Ich hab einen Babaladen. Jetzt haben wir noch einen langen, langen Weg vor uns. Das Ding ist, ihr Motherfucker könnt gleich im Auto sleepen. Ich hab's ja schon mal gemacht, ich hab letztes Mal schon gesagt, war echt heftig. Respekt an die, das machen. Jetzt sag mal bitte dein Fazit. Also, ich hab ja auch noch gearbeitet. Respekt an die Leute, die nebenbei noch. Also, generell Respekt erstmal so. Respekt an die Leute, die auch noch mal bei Vollzeit arbeiten und so, ist echt heftig, Mann. Letztes Mal habt ihr 10.000 Likes gegeben, damit wir Teil 2 machen. Diesmal gibt ihr 10.000 Likes, weil wir echt Teil 2 gemacht haben und weil mich sogar mitgemacht hat. Folgt uns auf Snapchat und Instagram, alles ist hier, oder? Ja. Diesmal wirklich hier unten im Bildschirm. Diesmal hier auf jeden Fall im Bildschirm. Schreibt alle in die Kommentare, Hashtag Glocke aktiv. Man. Wir sehen uns zum nächsten Mal, Leute. Peace out. Ciao. Steig in den Wagen, sie drückt aufs Gas und die Lunte an, wir fliegen zum Mars, ey. Hab genug da, Baby, mach dir keinen Kopf, doch halt an der Aral. Ich brauch noch Eis, die Pfirsich und Blatt, sein Passion Spirit ohne Zusatz, ey.